Weg mit dir, Herr Lama! Ey! Ey! Sag mir, wo die Jungen sind. Ich suche sie, doch ich kann sie nicht finden. Sind sie etwa am Schlafen in ihrer TikTok-Blase? Oh, die harten Gangster sitzen weinend auf dem Klo, suchen ihre Eier mit dem Mikroskop. Die coolen Bitches haben von nix einen Plan, betteln wie die Junkies nach der nächsten Nadel. Sag mir, dass ich übertreibe, sag mir, ich soll in der Liebe bleiben. Und gib mir Gegenargumente, damit ich meine Meinung überdenke. Ihr seid ohne Frage schwerstbegabte Notstandskinder, Notstandsgutfinder, Klimafetischisten, Pornospezialisten, betreute Denker, Freiheitsabschenker. Eure Eltern fahren nach Berlin, ist ein ganz schön weiter Weg dahin, werden gejagt, werden geschlagen, kämpfen für die Freiheit von euch verwöhnten Lagen. Großmutter, Großvater, alle machen mit, während ihr gemütlich bei Starbucks sitzt. Postet euren Kaffee, postet eure Titten, macht ein Selfie mit aufgespritzten Lippen. Ich weiß, ihr seht, ist ja selber schuld, hätten euch besser unter den Arsch versucht. Hätten euch besser selber erzogen, stattdessen wurdet ihr von Mutter stark verboten. Ihr seid ohne Frage. Schwerstbegabte Wohlstandskinder, Notstandsgutfinder, Klimafetischisten, Pornospezialisten, betreute Denker, Freiheitsabschenker. Leben kein Hunger, Mann. Wenn ich dich so anschau, krieg ich Kummer dann. Warum schläfst du noch so tief im Lummerland? Hey, junge Frau, du warst voller Energie wie eine junge Sau. Doch jetzt bist du eingesperrt wie eine dumme Sau. Kein Licht am Ende wie ein Tunnelbau. Wo seid ihr nur? Keiner von euch ist zu sehen auf weiter Flur. Schwimmt alle in dem Mainstream, scheiße pur. Fragt, was hier los ist, keine heiße Spur. Keine heiße Spur, ja. Ihr wolltet doch so gerne richtig Gangster sein. Doch jetzt scheißt ihr alle eure Peppers ein. Ihr spielt gerne Fortnite und ballert rum. Doch in diesem Krieg seid ihr alle so. Ohne Frage, ja. Schwerstbegabte, uh-huh. Wohlstandskinder, Notstandsgutfinder. Klimafetischisten, Pornospezialisten, betreute Denker, Freiheitsabschenker. Ihr Ja-Sager, wann bekennt ihr Farbe? Ihr Porno-Junkies, merkt ihr nicht, dass das krank ist? Ihr Klima-Angsthasen, kommt endlich auf die Straße. Ihr Wohlstandsinvaliden, wann lernt ihr endlich fliegen? Wann lernt ihr fliegen?
Voll geschissen, ne? Ja. Ja gut, das ist halt nicht so schlimm. Das ist Natur halt, ne? Anders viel schlimmer. Das ist die Jese. Genau. Ja. Oh mein Gott. Dieser Kugel. Das ist wieder was einmal im Pferd. Da gibt es so ein Lied, das geht als Pferdenschuhe, das ist so niedlich. Kennst du gar nicht, ne? Aber sehr gut. Ja, das ist ein bisschen älter, aber geht gut ab. Klaus, geh mal zur Tür, es hat gebimmelt! Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein echtes Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja.
vier Fuzzi-Filme gesehen. Schaut mich an. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. So. Der Pfosten steht im Korridor. Da steht er auch ganz gut. Jetzt trabt er zur Garderobe und dann frisst er meinen Hut. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Wie, er frisst deinen Hut? Ein echtes Pferd auf dem Flur. Ich denk, das ist eine Melone. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Das ist so niedlich. Ganz herzallerliebst. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ist das ein Strudelrappen? Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Ein Apfelstrudel? Schimmel? Und schaut mich an. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in die Uhr, dann bumst es auf den Flur. Da steht ein auf dem Flur. Ein echtes auf dem Flur. Ja, ja, ein auf dem Flur. Wie lange der TÜV hat. Von außen macht der Hotte Max auf Stuben rein und nett. Doch jetzt liegt mir der gute Gaul Apfel auf Parkett. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist ja der reinste Obstladen. Ein echtes Pferd auf dem Flur. Schnell, Beschusser! Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Nein, ein Wischlappen. Das ist so niedlich. Da kommt noch Apfelkorn. Der Gaul für länger? Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Na, ich mach schon mal die Liege fertig. Oh, oh, ein Pferd auf dem Flur. Aber meine Zahnbürste kriegt er nicht. Und schaut mich an. Komm rein, ich heiß Klaus. Angenehm. Ja, wissen Sie, wie viele Personen seid ihr gegen Mini Dr. Fauci hat Ende Dezember gesagt, dass der PCR-Test fake ist. Dr. Fauci aus Amerika. Das ist doch der Unterschied. Staatliches Fernsehen. Nicht Telegram. Staatliches Fernsehen. Also, nein, das ist hart.